Wir sind hier im Nothilfe-Refresher-Kurs, wo wir uns mit Notfallsituationen und den entsprechenden Massnahmen, die zu treffen sind, auseinandersetzen. Ich würde den Kurs empfehlen, weil man einfach sein Wissensrucksäckchen mit den Erweiterungen wieder ein bisschen auffüllen kann, ein bisschen auffrischen kann. Normalerweise tut man, nachdem man den obligatorischen Nothelfer-Kurs gemacht hat, setzt man sich nicht mit dieser Thematik auseinander und kann so einfach auch wieder ein bisschen Sicherheit im eigenen Handeln erlangen. Lerninhalte von diesem Kurs sind vor allem die Beurteilung des Patienten, dass man feststellen kann, was habe ich da überhaupt? Habe ich einen Patienten, der ansprechbar ist? Habe ich einen Patienten, der bewusstlos ist? Habe ich einen Patienten, der allenfalls leblos ist, also im Kreislaufstillstand? Das können Sie differenzieren und nachher entsprechend die richtigen Massnahmen können Sie leisten. Das Highlight von dem Kurs ist sicher die Anwendung des Defibrillators, wo der Anwender Sicherheit bekommt in einem anfälligen Ernstfall.